Bevor wir zum Ukraine-Konflikt kommen, müssen wir etwas zurückgehen. Die Finanzkrise sagt uns allen noch mehr oder weniger etwas. Was aber genau ab 2008 abging? Ja, was ging ab? Die gesamte Ehe wurde bis heute in eine Finanzkrise gerissen. Dann traf uns Ende 2019, Anfang 2020 die Covid-Pandemie. Dazu eine große Pleitewelle, die viele kleine Geschäfte kaputt machte. Es musste Geld aufgenommen werden, die Staatsverschuldung wurde nur noch größer. Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Klingt absolut cool, oder? Dazu jetzt ein bisschen was aus der Grundschulphysik. Boni und Siggi fahren heute nämlich mal Boot. Mit den Rudern drücken sie das Wasser nach hinten. Die Kraft des Wassers wirkt auf das Boot nach vorn. Auf der einen Seite drückt also eine Kraft das Wasser nach hinten. Das ist in unserem Fall die Muskelkraft von Siggi und Bruni, die das Ruder betätigen. Auf der anderen Seite wirkt eine zweite Kraft, nämlich die des Wassers, auf das Boot und treibt es nach vorn. An diesem Beispiel siehst du, dass Kräfte immer paarweise auftreten. Eine Aktion führt also immer zu einer Reaktion. Eine Sanktion zu einer Gegensanktion. Wird auch für uns in Deutschland Folgen haben. Die Sanktionen gegen Russland, steigende Preise und fallende Aktienmärkte werden auch Rückwirkungen auf Deutschland haben. Und wen wird das treffen? Natürlich uns Steuerzahler. Die Politiker, die haben ja genug Geld, um sich alles zu leisten. Ja, wir sind auch bereit, selber dafür einen hohen wirtschaftlichen Preis zu bezahlen. Wer ist denn dieses Wir? Politiker zahlen noch nicht mal Steuern auf ihr Einkommen. Gerade mal 600 Kilometer liegen zwischen der Ostgrenze Deutschlands und der Westgrenze der Ukraine. Ach, das ist der ganze 600 Kilometer weit weg. Da schaffen Panzer, die 60 fahren, in 10 Stunden. Aber das ist es ja gar nicht. Unsere Versorgung ist nur leider nicht mehr ganz so 100% sichergestellt, wie die Politiker es uns erzählen. Der wichtigste Handelspartner Russlands, wen wundert es, ist China. Und egal, ob das in Euro oder in Dollar passiert, diese Handelsbeziehungen sind dreimal werthaltiger als jede andere Handelsbeziehung in der Welt. Und jetzt schlagen die Landwirte wieder Alarm. Anthony, ich glaube, du hast uns auch Zahlen mitgebracht, die alarmierend sind. Was hat die Landwirtschaft tatsächlich mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Ja, das ist in der Tat so, dass es natürlich so schnell so schlimm kommt. Das haben wir, glaube ich, alle nicht erwartet. Und das ist einfach nur elendig traurig. Aber das hat für uns folgende Auswirkungen. Wir haben ja schon lange vor der Gefahr einer Versorgungsknappheit aufgrund von Agrargütern gewarnt. Und zwar sind wir ja abhängig in Europa und vor allem auch in Deutschland von den politischen Rahmenbedingungen. Die sind ja immer, ich nenne es jetzt mal, skurriler geworden in den letzten Jahren. Wir haben ja auch versucht, dagegen mit Argumenten anzukommen. Es ist sehr schwierig aufgrund der politischen Lage, also der politischen Richtung, die gepusht wird. Gehen wir vielleicht gleich noch darauf ein, aber Russland oder der Überfall auf die Ukraine, ich nenne es jetzt mal so, hat halt zur Folge, dass die Kornkammer Europas halt nicht mehr gewährleistet ist. Also 50% des Getreides aus Europa kommt aus der Ukraine. Das ist schon eine Ansage, wenn 50% fraglich sind. Ich will nicht sagen, dass sie wegbrechen, das ist ja noch nicht ganz klar. Keiner weiß, jeden Tag ändert sich ja was, aber die Gefahr ist ja nun mal da. Und dann haben wir halt, und das habe ich jetzt auch, wir alle, jetzt in den ganzen letzten Monaten gesagt, vor uns politische Richtungen auf europäischer Ebene, aber auch vor allem auf deutscher Ebene, die uns immer weiter in ein Korsett reinzwängen, dass wir nicht mehr das machen können, was unsere ureigenste Aufgabe ist, nämlich dieses Land gut mit nachhaltigen Lebensmitteln zu versorgen. Von Fleisch bis Getreide bis allem Möglichen. Und das hat, wie gesagt, jetzt nochmal dramatische Folgen, weil wenn wir jetzt nicht politisch gegensteuern, wir wirklich mit Vollgas vor die Wand knallen, und das ist jetzt keine Dramatologie oder was von uns, das sind jetzt einfach, das sind Fakten. Alles, was wir auf dieser Welt gerade produzieren, das ist auf Kante genäht. Das reicht gerade so. Wir haben immer Glück gehabt, dass wir keine Missernten hatten, dass es immer glatt gegangen ist. Aber jetzt kommen halt Dinge dazu, die dieses ganze Schiff so dermaßen ins Wanken bringen,
Wir sehen das seit 5, 6 Jahren, dass die Angebots- und Nachfragekurve sich in Waage hält. Die ist nicht weit auseinander. Das Angebot ist nicht über der Nachfrage. Nein, die ist ganz, ganz eng beieinander. Und alle Analysten haben immer davor gesagt, kriegen wir eine Missernte, dann bricht das System zusammen. Und nun haben wir es natürlich letztes Jahr schon gehabt. Die Nordhalbkugel hat schlecht geerntet. Und dann ist der Preis schon gestiegen. Dann kam Gott sei Dank, Australien kommt mit einer guten Ernte, Südamerika kommt auch mit einer guten Ernte, dann hat sich das wieder so ein bisschen beruhigt, kam wieder ins Fahrwasser, dann kam aber ja die Düngerkrise. Und da habe ich auch schon viele Politiker angesprochen, so Leute, was ist da los, da stimmt doch irgendwas nicht, woran liegt es? Haben wir tatsächlich kein Gas, liefert Putin kein Gas? Und ich wurde oft abgetan, dass mir einfach gesagt wurde, ja, was haben Sie denn für ein Problem? Können wir Ihnen irgendwie helfen? Wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, im Grunde genommen habe ich nicht ein Problem. Wenn sich das bewahrheitet, hat die Welt ein Problem. Und irgendwann fing es ja auch so im letzten Monat mal an, dass auch mal der Spiegel geschrieben hat, dass die FAO warnt, dass wir vor einer humanitären Katastrophe stehen, dass der Hunger wieder größer werden könnte, wenn jetzt die nächste Missernte folgt. Und das sind alles Sachen, die habe ich ja schon vor einem halben Jahr gesagt. Und das hat sich natürlich jetzt gestern nochmal alles, ja, sich beschleunigt, oder wir wissen es auch alles nicht. Und es lässt einen einfach verzweifeln. Und jetzt zu der Frage zurück, jetzt mal eben umschwenken. Also erstmal stehen die Bestände schon. Ich selber baue auch Raps an, Mais baue ich allerdings für Kuhfutter an. Wir können jetzt ja nicht mal eben spontan, also wir leben in Vegetation, also wir können jetzt nicht mal schnell das eben ändern. Und letztendlich ist es ja so, wenn ich das jetzt mal, wir produzieren Energie, Energie in Form von Lebensmitteln, Energie in Form von Futtermitteln und eben auch erneuerbare Energien, halt eben der Mais, der für Biogasanlagen dort steht. Und das ist ja alles, was wir brauchen. Also wir reden ja jetzt bei den Sanktionen hauptsächlich über fossile Energien, über Öl, wir reden über Gas. Und da kann man jetzt nicht einfach sagen, jetzt machen wir das mal spontan anders. Wir reden ja jetzt immer über eine Vegetation und die dauert nun mal von Sommer zu Sommer. Das Thema Kornkammer ist die eine Sache. Das andere Thema ist Düngermittel. Ne? Mir wurde zum Beispiel gesagt, konkretes Beispiel von einer Firma, die Düngemittel herstellt, ist auf Gas angewiesen. Die Kosten waren ursprünglich 30 Millionen. Ich weiß nicht mehr, ob es am Tag war oder in der Woche. Diese Kosten sind hochgegangen auf 160 Millionen. Ne? Nur um mal diesen Preissprung zu sehen. Nebenprodukt ist AdBlue. Es gibt nicht viele AdBlue-Hersteller, nur ganz wenige. Ohne AdBlue läuft kein Dieselmotor, kein aktueller Dieselmotor, kein LKW-Motor. Und die sagen klipp und klar, wenn der Gashahn zugedreht wird, ist Ende. Wird der Dünger nicht mehr produziert. Das ist eine Düngersorte. Dann gibt es eben noch Kali, kommt hauptsächlich aus Weißrussland zum Beispiel. Das ist alles so ineinander verworren. Wir haben dann auch diskutiert, was ist jetzt schlimmer? Der Dünger, der ausbleibt, wenn das Gas ausbleibt, oder haben wir Probleme mit dem Saatgut oder mit Getreide? Grundsätzlich ist das größte Problem, dass wir Probleme kriegen werden, überhaupt noch Dünger zu bekommen. Ne? Und wenn wir unsere Pflanzen nicht ernähren, dann können wir keine Leistung erwarten. Und du hast ja eben auch gefragt nach den Energiepflanzen, Biogasanlage. Wenn ich eine Biogasanlage baue, dann habe ich eine Kalkulation vorliegen. Ich muss diese Biogasanlage füttern, damit ich meine Kredite abbezahlen kann. Nur da liegt eine Kalkulation hinter. Ich kann nicht von jetzt auf gleich irgendein Verfahren ändern und komplett umschwenken mit meinem Betrieb. Oh, was ihr jetzt gehört habt, heißt ja, dass das nicht nur das Gas zum Verbrennen verwendet wird, für die Industrie, sondern auch für die Düngererzeugung, und dass alles miteinander verflochten ist. Man nicht einfach hier die Fruchtfolge umstellen kann, um neue Reserven zu schaffen.